mein Name ist Bella Hextall. Ich bin die neue Formulantin. Was gibt's denn zu essen? Blutwurst. Gibt's dazu auch Knoblauchsoße? Nein. So etwas gibt es hier nicht. Aber die Spätis sprießen in letzter Zeit in der Umgebung aus dem Boden wie Pilze. Nee, also in diesem Nebel habe ich mich eben schon fast verirrt. Wer ist das denn? Das sind die neuen Chefärzte der Hämatologie. Guten Tag. Mein Name ist Bella Hextall. Ich bin die neue Formulantin der Epidemiologie aus Berlin. Bella. Ich bin hocherfreut, Sie kennenzulernen. Gestatten Sie mir, dass ich mich vorstelle? Dr. Akula. Ich promovierte vor sehr langer Zeit in transsilvanischer Hämatologie und habe mich bis hierher als Leiter der Klinik auf der Brandenburg durchgebissen. Gestatten Sie mir, dass ich Sie mit der Hausordnung vertraut mache? Erstens, keine Kreuze über offenen Wasserbehältnissen. Zweitens, das Mitführen von Holzblöcken ist unter allen Umständen untersagt. Drittens, die Nachtschichten sind ausschließlich den Chefärzten vorbehalten. Viertens, tagsüber ist das Öffnen der Pathologieschränke auf alle Fälle verboten. Doch nun zu Ihnen. Was führt Sie zu uns? Professor Van Helsing schickt mich. Ich soll hier einigen Dingen auf den Grund gehen. Wie zum Beispiel erklären Sie sich das plötzlich gehäufte Auftreten von Anämien hier? Meine Liebe, das liegt doch eindeutig am Anbau von östrogenhaltigem Genfood und der dadurch bedingten Hypermenorrhö. Auch bei Männern? Und wieso wehrt sich Ihre Klinik so vehement gegen das Einsetzen von Lichttherapie? Meine Liebe, ich fühle mich bei Ihnen ja wie bei der Inquisition. Aber nein, ich wollte doch nur Ihnen und der Klinik den Spiegel vorhalten. Das nützt doch nichts. Aber lassen wir das Geschäftliche beiseite und erlauben Sie mir, dass ich Sie persönlich kennenlerne. Gehen Sie ein Stück mit mir. Sie sehen ja wirklich zum Anbeißen aus. Hey. Ah! Dr. Blade, der Daywalker!